einmal in die Luft gehen, nach unten. Jawohl. Da seht ihr alles, da hinten. Und da ist das offene Meer, Mittelmeer. Jetzt geben wir ein bisschen Gas, damit es noch ein bisschen höher wird. 100 Meter sind das ja nicht. Niemand nimmer 100 Meter, oder? Was meint ihr denn? Guck mal nach unten. Sehr schön, oder? Da ist das alles. Da hinten, die Berge sind sehr verhangen heute. So, mal sehen, ob er noch ein bisschen Speed geben kann. Aber ich glaube nicht. Wir werden nicht höher kommen. Ist das herrlich. Vor allem so schön angenehm, ruhig. Das sieht von unten viel schneller aus. Ja, jetzt geht's hoch. Ja, komm, treib mich hoch. Man muss einfach Vertrauen in die Technik haben. Ansonsten geht es ein paar Meter nach unten. So viel sind es nicht. So geschätzte 50, 100 Meter. Naja, 50 würde ich sagen. Oder 30. 10 Meter Turm dreimal. Vielleicht. Da landet gerade einer. Aber man kann schön hier lang gucken. Wunderschöne Aussicht. Wenn das Wetter ein bisschen besser wäre, könnte man auch hinüber zu weiter sehen, aber das geht nicht. Nein, nicht möglich. Da hinten ist der Strand, wo wir waren. Jetzt haben wir aber gute 80 Meter, glaube ich, oder? Guck mal nach unten. Wow! Was für eine geile Höhe! Einfach nur hammerhart. Und kaum windig hier oben. Oh, schau dich dieses Riesenhotel da hinten an. Da. Ein Riesenhotel. Ich mach so. Und guck mal, wie voll der Strand hier unten ist. Bei diesem Riesenhotel auch. Manche Strände sind ja ganz klein. So, jetzt machen wir eine kleine Kurve hier. Jetzt wird umgedreht. Wir gehen da ein Stückchen höher. Was für eine gigantische Höhe, oder? Was sagt ihr dazu? Es ist einfach nur der Hammer, oder? Und überall riesig blaues Meer da hinten. Dahinter, alles blau. Wunderbar. Und hörst du was hier oben? Ganz wenig Lärm, Ruhe. Ich bin mal kurz ruhig, auch das Flattern hier hinten vom Schirm. Es ist, glaube ich, nur die Höhe, die manche ein bisschen so zum Verzweifeln bringt. Aber es ist so gigantisch geil. Ich glaube, so ähnlich muss es dann auch sein beim Paragliden. Aber Paragliden will ich auch noch machen. Und eine Flugstunde habe ich auch noch. Das muss ich noch irgendwo in Deutschland machen. Hier sind wir erstmal in Side, in der Türkei. Jetzt haben wir einen richtigen Blick auch noch dahinter. Komm, wir gucken mal. So schöner Ausblick. So, wo war jetzt der Strandabschnitt? Da ist es schon da. Dazwischen. Ihr seht es da hinten, da. Da unten. Da unten ist das Boot, was mich zieht. Ich bin auf alle Fälle deutlich höher als dieser Schirm da drüben, diese gelbe da entgegenkommen. Ich weiß nicht, welche Höhe das jetzt ist, aber es ist enorm. Ich würde jetzt sagen, 100 Meter sind jetzt, oder? Was schätzt ihr? Ich glaube. Das ist ein angenehmes Gefühl. Es ist so wunderschön und so ruhig hier oben. Da
Da fliegt er vorbei. Die zwei, die Kollegen. Mädels, Jungs, keine Ahnung. Ich kann es ohne Brille nicht sehen. Ich habe mir nicht getraut, meine Sonnenbrille mitzunehmen. Es ist zwar wenig Wind, aber er wurde ausreichend, der Wind, um einfach das wegzuschmeißen. Ich hatte nur Angst um die GoPro. Deswegen habe ich die GoPro lustigerweise ein bisschen über meine Ohren gezogen. Aber das werdet ihr dann gleich sehen. Beziehungsweise später mal. In Bildern, in Facebook und im WhatsApp-Status werde ich mal die Bilder teilen. So, da unten sind wir. Da hinten ist da unser Hotel. Muss ich mal schauen. Ja, genau. Da. Das ist unser Hotel. Hier draußen gibt es Signale. Weiß er nicht, wer hupt. Ich sehe kein Boot. Ach, da, ein kleines. Da hinten. Ach, es hupt da unten. Naja, ich denke mal, die werden schon wissen, wo sie anfangen. So, schauen wir uns das an. Diese ganzen Hotels. Riesige Hotelanlagen mit Pools und allem. Wunderschön, oder? So, eine Kehrtwende. Es ist einfach. Ja. Man muss vertrauen, dass das Seil auch hält hier vorne. Das seht ihr ja den Knoten, ne? Weil wenn reißt, blowing in the wind oder so ähnlich, würde ich sagen, geht's dann galant. Vielleicht noch ein Stückchen höher, aber dann nach unten. Das Gute ist, ich habe einen Schirm dran. Ich würde nicht runterkrachen wie so ein nasses Sack. Aber nur ein bisschen. So, ich werde tiefer. Also ich komme tiefer, sagen wir so. Das heißt, es gibt noch eine kurze Dusche an den Beinen, weil jetzt die kurz ins Wasser gehen, die Füße. Wir können mal gucken. Es ist gigantisch schön, oder? Einfach nur schön. Die ganzen badenden Menschen im Volleyballabend. Juhu, kann man winken. So, und hier unten irgendwo auf dem Volleyballfeld spielt Cedric. Ich glaube, der jetzt gerade am Ball war, wenn ihr es noch gesehen habt auf dem Video. Der ist Cedric gewesen übrigens, der unten Volleyball mitspielt immer. So, jetzt wird es nach unten gehen. Man hat den Motor schon fast aus. Ihr seht, wie ich hier nach unten komme. Es geht immer tiefer. So, das ist wunderschön, oder? Achtung, wir haben gleich Wasserkontakt. Ich hoffe, ihr seht es auch. Ich kann mich nicht weiter nach vorne beugen. Ich denke mal. Und hoffe mal. So, Achtung. Jetzt gleich am Wasser. Jetzt! Und renn in die Brühe. Yeah! Einmal Dusche für die Füße. Herrlich. Da ist der Fotograf wieder. Starfotograf heute an Bord meines Privatjets. Also nicht Jets, meiner Privatjacht. Mini-Yacht. Aber egal. So, ein Blick in die Sonne und dann machen wir noch einen Gruß. Sehr schön. Guck jetzt, wirst du an Land geholt.